Schönen Nachmittag. Morgens ein Joint und der Tag ist dein Freund. Diesen Satz hat Peter Fonda in den 70er Jahren zum Besten gegeben im Film Easy Rider. Und seit den 70ern hat sich auch der Konsum der Droge Cannabis immer weiter verbreitet. In Deutschland soll ab nächsten Jahr in Apotheken es sogar den Joint auf Rezept geben. Einige meiner Gäste sind darob sehr empört und sagen, Kiffen auf Krankenschein, das geht zu weit. Irmi ist froh, heute ein suchtfreies Leben zu führen. Immerhin war sie jahrelang selbst abhängig. Hier ist die Irmi. Du schaust gar nicht so aus, dass du abhängig gewesen wärst. Haschisch? Na, bitte, also, weißt du schon. Was denn? Ich habe 40 Jahre geraucht und gut geraucht. Aha, ja. Wie viele Zigaretten am Tag? Ja, 20, 25. Manchmal ein bisschen mehr, gell, wenn so Feiern waren. Ja, das ist vorgekommen, dass es doppelt geworden ist. Mhm. Ja. Und aufgehört hast du dann wie? Wir haben aufgehört vor 2,5 Jahren. Und zwar war dann mein Sohn mit seinem Freund in Graz draußen. Und die haben da ein Seminar besucht von einer Woche und sind rauchfrei zurückgekommen. Hat sich eine neue Sucht gezeigt? Ja, das Einzige, was ich tue, ich habe schon früher auch geputzt, aber jetzt putze ich halt noch viel mehr. Hast du ein bisschen Zeit? Kannst du mir auch kommen? Ja, sehr klar. Frag ich mal wen. Klar, mach ich sofort. Jetzt ist es so, dass ja Nikotin und Alkohol auch Drogen sind. Sie sind legale Drogen. Es gibt aber auch die illegalen Drogen und über die reden wir mitunter heute. Hast du selbst Drogenerfahrung gemacht? Schon mal einen Joint geraucht? Nein, habe ich nie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo wir wirklich nichts ausgelassen haben. Mhm. Aber das Drogen, das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Dass, wenn du einer gesagt hättest, probier mal, hätte ich gesagt, nein, ich habe einfach Angst gehabt vor dem Zeug. Was wurde euch denn erklärt damals? Was würde denn passieren, wenn? Da haben sie, allein, ich weiß, ich war in München draußen, dann hast du die drogenabhängig gesehen. Und da habe ich gesagt, so möchte ich nie enden. Nie. Und das ist wurscht, ob die jetzt gekascht haben oder geschnupft haben oder sonst irgendwas. Das, und für dich ist das auch eine Einstiegsdroge? Für mich ist das sicher eine Einstiegsdroge. Also zuerst rauchst du einen Joint und dann endest du irgendwann einmal bei der Spritze und ich weiß nicht was. Ja, aber jetzt seien wir uns einmal ehrlich, wenn heute sagen, ja, der Joint, das ist überhaupt nichts, das ist eigentlich egal, nicht? Du kannst ruhig trinken, ruhig rauchen und jetzt raucht er, weil er eben down ist zum Beispiel. Ich meine, das ist mir bei den Zigaretten auch so gegangen. Wenn es mir nicht gut gegangen ist, eine Zigarette angezündet, geraucht, gepasst. Mhm. Ich habe den auch nicht auf Krankenschein gekriegt, meine Chick, weil ich sie gebraucht habe. Mhm. Und genauso finde ich, dass das eben bei den Joints ist. Ich bin wirklich ein absoluter Gegner von den Dass Cannabis Joints legalisiert wird. Mhm. Und ich sage, du kannst natürlich keine Erwachsenen sagen, du darfst das nicht oder belehren oder bekehren. Ich kann auch nicht sagen, er muss so leben, dass er gesund lebt oder sonst irgendwas. Er muss selber wissen, was er will. Mhm. Aber auf Krankenschein? Nein, nie. Du, wir sitzen ein typischer Kiffer für dich aus. Ein typischer Kiffer. Ich muss euch sagen, ich habe die gesehen, damals in München draußen. Ein Kiffer ist für, also was ich empfinde oder so, der ist, zuerst ist er ruhig, ist bei den Computer, du kennst, also du denkst, was ist mit denen los? Und dann hat er eine, ein Kiff da oder irgendwas und dann siehst du ein Highlife, gerade unterhitzt. Das ist für mich der Kiffer. Mhm. Gleich wie Alkohol ist eh wurscht. Ist eh was ich selber. Hol mal einen dazu. Ja. Einen Kiefer sozusagen. Also, Toni hat in seinem Leben schon mehrere Drogenerfahrungen gemacht, aber auf die schiefe Bahn ist er trotzdem nie geraten. Hier ist der Toni. Also, wie der typische Kiefer. Schaut er nicht aus, gell? Eher wie ein Universitätsprofessor oder so ein Gymnasiallehrer, gell? Für Mathematik und Latein oder sowas, gell? Richtig. Toni, was machst denn du beruflich? Ja, ich habe das Hanf-Institut gegründet, um eben genau diese Vorurteile aus der Welt zu bringen. Das Hanf-Institut, was machst du da?
Wir setzen uns vor allem für Cannabis als Medizin, aber auch eben für die Legalisierung von Hanf als Genussmittel ein. Einfach, weil es wesentlich weniger schädlich ist als Alkohol oder auch Nikotin. Ich weiß das auch deswegen, weil ich habe auch lange Zigaretten geraucht und haben es aber lustigerweise durch ein Cannabinoid abgewöhnt. Letztes Jahr, nach 4 Monaten, ja, plötzlich habe ich keine Lust mehr auf Zigaretten gehabt. Sollte die Irme mal einen Joint rauchen, deiner Meinung nach? Wenn die Irmi es möchte, dann soll sie. Aber es ist sicher nicht für jeden. Aber nur stelle ich schon fest, die meisten, die einen Anzug haben, haben dann gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm oder viel lustiger, als ich mir vorgestellt habe. Lustiger? Warum lustiger? So wie beim Alkohol. Es ist auch ein Genussmittel. Aha. Und es erleichtert einem das Lachen oder man fängt geschwinder zum Lachen an. Was ist denn, welche Wirkung hat der Joint? Naja, kann man auch wieder nicht so... Kommt ganz darauf an, welchen Hanf man raucht. Ja. Es gibt einen Hanf, der ist sehr stimulierend, der ist zum Ausgehen eher. Das ist das Cannabis Sativa. Ja. Und dann gibt es aber wieder die beruhigenden Sorten, die man eben am Abend zum Entspannen, nach der Arbeit, vor dem Bett, zum Einschlafen oder so konsumieren sollte. Das ist das Cannabis Indica. Braucht man die dann wirklich jeden Tag, um einschlafen zu können? Zum Beispiel, oder um es lustig zu haben und so weiter? Nein. Also ich nehme ja keinen Hanf über Grenzen oder was mit. Ich fahre auf den Länder, wo es halt nichts zum Rauchen gibt, weil die Gesetze so schlimm sind, dass man sich dort überhaupt nicht dieser Gefahr aussetzen möchte. Aber die Irmi macht sich schon Sorgen, weil das ist für sie. Ich bin wirklich nicht dafür, dass das freigeben wird. Und so wie ich heute sage, wenn ich heute fortgehe, dass ich vorher irgendeine rauche oder was, genauso wie heute die Jugend vorglüht, die alles verteufelt man und alles zusammen und da soll das legalisieren. Und da bin ich dagegen, ganz einfach. Vor allem, du warst ja Skilehrerin, glaube ich, auch noch, gell? Und auch. Hast wahrscheinlich Après-Ski genug erlebt, gell? Genug, mit dem Alkohol noch dazu. Gell? Ja, und genau deswegen sage ich, wir sollen dem Hanf eine Chance geben, weil ich all diese Ausfallserscheinungen bei den Hanffreunden nicht erlebe. Ich geb den Joint eine Chance, eventuell. Das ist, wenn es wirklich keine Rettung mehr ist für schwerkranke Leute und wenn sie glauben, dass sie da ein bisschen in Delirium sind, dass es da leichter geht. Dann sage ich, ja, ist okay, aber wenn nicht, also nein, nicht, ich meine, das ist... Aber wäre es Ihnen nicht lieber auf der Skihütte, wenn die alle entspannt sind, anstatt dass dann eben durch den Alkohol aggressiv werden? Bei uns trinken sie nicht so viel, bei uns ist immer Gaude, bei uns gibt es kein Streiten, gar nichts. Wir kommen von 1200 Meter von oben runter, wir sind einfach ganz ein nette Leute, sind wir. Was mir vor allem auffällt, ist, ich habe es nie erlebt, dass zwei Freunde, die einen Joint geraucht hätten, aggressiv geworden wären. Wirklich nie. Aber dennoch tut der Daniela, also sie sagt, wer mit Drogen dem Alltag entflieht, der tut ihr leid. Hier ist die Daniela. Das ist... Daniela, die Irmi ist dir gut bekannt, das ist nämlich deine Schwiegermutter, ihr seid zur Zeit gekommen. Und Nona, du teilst ihre Meinung. Natürlich. Und du bist auch noch Kindergartenpädagogin, das heißt, du erziehst die Kleinsten der Kleinen. Genau. Und machst natürlich auch Gedanken, warum bist du gegen Cannabis? Für mich ist Cannabis ganz sicher auch eine Einstiegsdroge. Ich denke, so wie Rauchen natürlich auch Folgeschäden hat, hat das natürlich Cannabis auch. Und deswegen, so bin ich, vor allem ich als Kindergartenpädagogin, denke mal, muss ein Vorbild sein. Vorbild für Kinder sein und das Vorleben. Und wenn man heute Probleme hat, und meistens sind es Probleme, wenn man heute der Tag nicht gut verlaufen ist oder man einmal down ist, dass man sagt, okay, man raucht einen Joint und dann wird man, wie man gehört hat, man lacht leichter, es wird wieder alles ein bisschen leichter, es wird wieder ein bisschen fröhlicher, man schläft vielleicht besser, wenn man von den Sorgen dann, wenn man die Sorgen nicht mehr denkt. Nur wenn man munter wird, sind die Sorgen ja deswegen trotzdem noch da. Und welche Folgen hätte der Konsum von Cannabis? Ja, die Folgen, also wie man weiß, ja, gleich wie das Rauchen. Ja. Was ich gehört habe, das kann ich sagen, was ich gehört habe, was ich mir belesen habe, mehr wie beim Rauchen. Das habe ich gelesen, das habe ich gehört. Und also Suchtpotenzial. Natürlich Suchtpotenzial und auch die Schädigung. Schädigung von Lunge, Schädigung von den Bronchialwegen ist mehr wie beim Rauchen. Okay, der Toni, entschuldige, hat den Kopf geschüttelt gerade.
Also ich habe bis jetzt keinen Raucherhusten, keine Bronchitis. Und es gibt mittlerweile auch schon Studien, die sagen, dass Cannabis zum Beispiel auch bei Lungenemphysemen durchaus positiv wirken kann. Aber rauchen tust du ja den Joint mit Tabak, oder? Da kommt es genau auf das wieder an. Tabak ist schädlich. Das haben wir ja bei dem Problem. Wir können diese Pflanze irgendwie nicht so wirklich greifbar machen, weil sie so vielseitig ist. Ich kann aus derselben Blüte alleine schon durch vier verschiedene Konsumationsformen vier verschiedene Wirkungen erzielen. Ja? Und um das genau geht es. Solange das Ganze illegal ist, weiß das keiner. Man geht, kauft irgendetwas, raucht eben einen Joint, weil man gar nicht weiß, dass es eben andere, sinnvollere Möglichkeiten auch gibt, dass man was draus macht. Ich sage immer, es ist so, wie es gibt einen Wein aus dem Tetrapack, aber es gibt auch was anderes. Ja, so wie Sport zum Beispiel. Brauche ich keinen Joint draußen, sondern gehe ein bisschen laufen oder sonst irgendwas und der Kopf ist frei. Und das ist, da habe ich nichts geschädigt. Im Gegenteil, da geht es mir besser. Ich beneide. Ich beneide es, wenn jemand keine Substanzen braucht und sein Leben so schafft. Ich war aber unlängst bei der Suchttagung und wenn ich dort eben sehe, 95% der Österreicher fangen in sehr frühem Alter zum Trinken an und die wenigsten hören auf, weil 84% der Österreicher trinken Alkohol, glaube ich, haben schon viele Leute eben doch auch ein Bedürfnis, sich einmal zu erleichtern. Mhm. Vergleichst du, Daniela? Cannabis mit Alkohol? Vergleichen. Es ist für mich beides schädlich. Und deswegen finde ich es noch schwieriger, heute noch ein Suchtmittel zu legalisieren. Also ja. Das ist schon ein Problem mit Zigaretten und Alkohol und jetzt auch noch Cannabis. Das genau. Ist ja zu viel. Ja. Also das glaube ich, ist nicht gut, wenn man jetzt noch ein Mittel dazu gibt, was legal ist. Aber hast du Erfahrungen gemacht damit? Mit Cannabis? Ja. Nein. Nicht? Nein. Ich habe mich nie getraut, weil ich nie gewusst habe, was passiert. Also so ein bisschen Kontrollverlust. Ja, genau. Ich habe von diesem Kontrollverlust habe immer genau Angst. Den gibt es beim Hanf nicht. Das ist das Schöne. Das ist der große Unterschied zum Alkohol. Aber das kann mir keiner garantieren, dass das nicht passiert. Da sind wir eben genau wieder beim Thema der Information. So wie wir alle zum Alkohol geführt werden, sollte es bei sowas auch sein. Und solange ich das illegalisiert habe, ist diese Information und der unbefangene Umgang damit nicht möglich. Wie erklärst du dir das, dass das fast nirgends legal ist? Ich meine, es gibt jetzt ein paar Staaten, in ein paar amerikanischen, Amsterdam, in den Coffeeshops. Aber wie erklärst du dir das? Naja, ums Geld wird es gehen. Es ist die drittgrößte Industrie in der Welt nach der Ölbranche und sonstigen Industrien. Gerade deswegen müssten sie das ja legalisieren, wenn es ein Geld gibt. Das wäre eigentlich logisch, weil damit würde man der Mafia das Geld abgraben. Wenn ich da keine Risikoprämie mehr dafür bezahlen muss, dann kostet es ja auch nicht viel. Ja. Das wäre eine sehr preiswerte Medizin dann noch dazu. Also kannst du es ja ganz erklären, warum das... Eigentlich noch immer nicht. Was mir schon auffällt, ist, seit 3 Jahren setze ich mich dafür ein, dass es legalisiert wird. Und ich habe bis jetzt noch keinen einzigen getroffen, der mir begründen hätte können oder der eigentlich überhaupt in Österreich noch sagt, es muss verboten bleiben. Zum Thema Cannabis als Medizin, 99% Zustimmung. Ja. Und zum Thema Cannabis als Genussmittel immer noch 2/3 Zustimmung. Hat es dich je gereizt, Daniela? Also bist du so als Jugendliche mal in den Kontakt gekommen? Nein, ja, ich bin in Kontakt gekommen in meiner Ausbildung, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Da habe ich Jugendliche gehabt, die was mit mir in die Schule gegangen sind, die das probiert haben, die aber auch schon weiter im Drogenmilieu dann auch drinnen waren. Und ich hab sie angeschaut, ich habe das vergleichen können und das hätte mich nie interessiert. Es war nie, ich hätte nie das Bedürfnis gehabt, dass ich sage, ich probiere mal an. Und schon mal gehört über die Funktion in der Medizin, dass es doch eingesetzt wird in der Medizin? Ich habe gehört darüber. Ja. Wäre für mich aber nie ein Thema gewesen, dass es einsetzt. Nein, auch beim Papa nicht. Was hatte dein Vater? Mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben, vor 4 Jahren. War auch starker Raucher. Ja. Aber es war nie das Thema, heute Cannabis auch im Endstadium einzusetzen. Nie. Okay. Angie weiß nicht, Haschisch zählt zu den Einstiegsdrogen, sondern Zucker und Kaffee. Herzlich willkommen. Angie, warum ist Cannabis keine Einstiegsdroge? Cannabis ist deswegen keine Einstiegsdroge, weil eine Droge definiert sich doch durch Langzeitschäden. Suchtfaktor und die Nebenwirkungen. Und da fangen wir mal bitte zuerst beim Zucker an. Da fangen wir bitte zuerst beim Kaffee an.
dann ist ja meistens die weitere Folge dann der Alkohol, wenn es dann halt so passt. Man hat das ja alles bei den Eltern gesehen und mitverfolgt. Man hat das als normal betrachtet, ganz ehrlich. Ja, die Mutter raucht eine nach der anderen, das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Dann trinkt sie ein Bier dazu oder einen weißen Spritzer vielleicht noch. Ja. Und das soll in Ordnung sein. Ja. Ne? Wenn man da jetzt nur beim Zucker, Kaffee, Alkohol reden, von Nebenwirkungen, Langzeitschäden, ja, dann ist für dich Cannabis ein Klacks. Ja, aber braucht man noch etwas, was man noch legalisieren sollten? Jetzt zu, allein die Frage, zu diesen Suchtmitteln, die es eh schon alle gibt, muss man noch eins dazu machen, das muss man legalisieren? Ich finde das ja jetzt in keinster Art und Weise in Ordnung. Wenn wir das schon haben, jetzt darf man dann noch eins dazu nehmen oder nicht. Ich bin eher dafür, dass wir alles andere abschaffen. Ja, bin ja dafür. Ich bin auch eher dafür, dass es in Richtung Eigenverantwortlichkeit geht, dass auch jeder das selbst zum Entscheiden hat, weil das tun erwachsene Menschen und Kindern. Ja, Kindern, da gibt es die Eltern, die sagen, was du darfst und was du nicht darfst. Ja? Und dann wird man irgendwann einmal erwachsen und entscheidet das selbst. Und ein Urteil dann. Und ein Urteil kann ich doch erst dann über eine Sache oder ein Thema fällen, wenn ich Ahnung davon habe. Aber ich glaube, wenn man Cannabis hätte zu viel nimmt, ist das genauso mit den Langzeitfolgen und den Langzeitschäden. Cannabis? Gibt es Langzeitschäden? Darf ich fragen, welche? Ja, aber die Lungen zum Beispiel. Wie beim Rauchen, wenn man Nikotin, heute einen Joint raucht, okay, dann hat man... Aber du weißt schon, dass das durch die Verbrennung entsteht, oder? Das ist beim Vaporisieren zum Beispiel, also eine reine Verdampfung. Ja, aber einen Joint rauche ich, einen Joint schmiere ich mir nicht ein. Den muss ich rauchen. Du musst den zuziehen. Aber viele verschiedene Arten konsumieren. In Jamaika, schwangere Mütter zum Beispiel. Ich war noch nie schwanger, ja, keine Ahnung. Aber was ich mitbekommen habe von schwangeren Müttern, und zum Beispiel gerade so Jamaika-Mamas halt eben, wie ich mitbekommen habe, in den Schwangerschaften, wo angeblich der Bauch zieht, ich glaube, du hast Kinder? Mhm. Ja, wo der Bauch zieht anscheinend und Krämpfe und schwer und alles. Die rauchen das nicht, weil das gefährlich war wegen der Verbrennung. Natürlich, die nehmen sich die Blut. Die Ritscheln ratschen sich das auf, dann kommt da heißes Wasser drüber, man hat einen super tollen, entspannten Tee. Naja, das kann ich, das war in Jamaika wohl nicht. Also nicht wissen, jetzt in Jamaika das. Na, was machst du morgen zum Beispiel mit Majoran? Also Majoran benutzt du? Ja, Thymian. Als Gewürz. Ja, genau. Ja, okay. Aber ich habe noch nie gehört, dass Hanf ein Gewürz ist. Du wirst es noch nicht gehört, dann sag ich es dir jetzt. Ist ein Gewürz. Nein, jetzt hast du es gehört. Ich würde aber nie mit Hanf kochen. Das ist so. Warum? Nein, weil... Das für mich ist Hanf eine Droge. Okay, darf ich noch mal fragen, warum? Nein, weil ich diese... Weil Rauchen ist ein schädliches. Ja, es ist schädlich. Es ist das Rauchen schädlich, aber es ist Cannabis schädlich. Worum geht es bei einer Droge? Wenn ich jetzt das Cannabis esse, ja, dann habe ich das Rauchen weg. Was ist dann schädlich? Genau so ist es. Also noch einmal, ihr könnt es machen, bitte, wenn ihr glaubt, das Hanf ist für euch das Um und Auf, bitte, tut es. Wir können da eh nichts machen. Aber ihr werdet uns nicht einreden, nur weil wir dagegen sind, dass das einfach legalisiert wird. Ich will mit dir ganz normal mehr austauschen. Nein, ich finde, das ist kein Austausch mehr. Nein, natürlich. Nein. Natürlich, also bitte, ist das ein Austausch. Dass Cannabis heute gesund ist, das glaube ich nicht. Das ist, okay, woher nimmst du diesen Glauben? Das ist, aus Erfahrung? Ja, woher nimmst du den Glauben, dass es gesund ist? Entschuldigung, das ist mittlerweile schon von Ärzten und wissenschaftlich bewiesen. Ja? Es gibt über 100 Anwendungen für Cannabis. Entschuldigung, ich wollte nur kurz sagen. Von Textilien, ja, bis hin zur Medizin. Früher Schiffsseile werden aus Hanf gemacht. Seine Hose ist aus Hanf gemacht. Ja? Etwas Stabileres. Kaum finden. Ja? Omega 3, Omega 6, da kommt der Fisch nicht einmal hinterher, was die Hanfpflanzen da drinnen hat. Allein an Hanfprotein. Wenn wir bei den Sportlern reden, die sich alle Sorgen machen um ihr Protein. Ein Freund von mir hat mich gefragt, wenn ich da jetzt auf vegetarisch umsteige und so weiter, das habe ich mir das überlegt, weil viele Sportler das machen. Aber wie machen die das mit dem Protein? Hast du vielleicht einen Tipp, Angel? Ich bin gelernte Köchin und war international unter anderem unterwegs, habe ich gesagt, Hanfprotein. Ich möchte nur kurz was sagen, weil es immer so heißt, dass was Schädliches dran ist. Okay. Allein in den letzten 4 Jahren hat es über 4000 Studien gegeben zu Hanf und keine einzige davon hat irgendwo ein sensationell schädliches Ergebnis gehabt. Genau, das einzige Problem, das wir scheinbar haben, ist eine Sprachbarriere. Die gibt es halt bisher nur in Englisch. Dadurch weiß man in Österreich halt noch nicht so viel drüber. Also ich habe jetzt auch vor kurzem Hanfsamen zum Essen geschenkt bekommen. Ja, sehr gesund. Da passiert nichts. Über einen Salat kann man die drüber geben.
Sind gut für die Verdauung, lieber Dr. Kurt Blaas. Du bist, und das für die beiden Damen wird es interessant sein, Arzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Suchtberatung, Schmerzmedizin und Cannabisbehandlung. Jetzt war die Frage mit dem, wie schädlich hat Hanf ist. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, was Cannabis ist. Was ist Hanf? Was ist die Hanfpflanze? Ja, ganz, ganz wichtig. Man muss da mal unterscheiden. Auf deiner Seite gibt es den Hanf. Ja? Das ist sozusagen die Pflanze. Die ist übrigens auch mit dem Bier verwandt. Ja? Bier wird ja auch gebraut aus Hanfpflanzen, so nebenbei erwähnt. Ja? Der Hanf produziert eine Substanz und die ist Cannabis. Und dieses Cannabis hat in der Medizin einen sehr, sehr großen Wert. Warum? Weil wir in unserem Körper, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, auch selbst Cannabis produzieren. Das heißt zwar nicht Cannabis, das heißt Anandamid, wird aber von uns allen hier fast in jeder Körperzelle produziert. Wenn wir das nicht hätten, könnten wir nicht leben. Und wenn dieses Cannabis-System aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird man zum Beispiel krank. Da gibt es viele verschiedene Krankheiten. Und das können wir zum Beispiel mit der Cannabis-Medizin sehr, sehr gut ausgleichen. Vielleicht reden wir über die Cannabis-Medizin dann im zweiten Teil der Sendung. Jetzt würde mich interessieren, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Dieses Wort Einstiegsdroge gibt es seit den 30er Jahren. Das ist ein negativer Slogan, den ein Herr namens Enslinger, der größte Drogenpolizist aller Zeiten, erfunden hat. Und dieser Drogen, also dieser Slogan, wirkt bis zum heutigen Tage. Unglaublich, ja? Guter Slogan. Aber es stimmt nicht. Cannabis ist natürlich keine Einstiegsdroge. So wie die junge Dame gesagt hat, Einstiegsdrogen sind Kaffee, Einstiegsdrogen sind Zucker, Einstiegsdrogen ist Alkohol, Einstiegsdroge ist Nikotin, Einstiegsdroge ist dieses und jenes. Ja? Und noch etwas ist ganz wichtig. Ja? Wenn wir irgendwo einsteigen, ja? Zum Beispiel stellt euch vor, wir steigen in einen Zug ein. Wir steigen in Wien ein und wollen nach Paris fahren. Ja? Da werden viele in Wien einsteigen und ein paar werden schon in Mödling aussteigen, weil sie das gar nicht interessiert. Ja? Und ein paar werden weiterfahren bis München und ganz, ganz wenige werden vielleicht durchhalten und bis nach Paris kommen und werden vielleicht abhängig werden, um diesen Vergleich anschaulich darzustellen. Also Cannabis ist keine Einstiegsdroge, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also Cannabis ist nichts Schlechtes. Ich bin, muss ich dazu sagen, auch kein Legalisierer. Ich bin keiner, der sagt, alles freigeben, überall in der Trafik kaufen. Warum? Ich bin ein Entkriminalisierer. Ich bin ein Arzt und ich muss in erster Linie schauen, dass es meinen Patienten gut geht. Und ich muss schauen, wenn ich so etwas Kompliziertes wie eine Legalisierung umsetzen möchte, muss ich einmal schauen, dass das überhaupt funktioniert. Und das ist so kompliziert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, eine Legalisierung umzusetzen. Man braucht neue Gesetze. Ja? Man braucht jemanden, der den Hanf produziert. Man braucht jemanden, der den Hanf kontrolliert. Man braucht jemanden, der den Hanf verschreibt. Also das dauert, ihr braucht keine Angst haben, liebe Damen, das dauert Jahre, Jahrzehnte. Aber es wäre weniger gefährlich als Alkohol. Es also wenn man hin und wieder gefährlich. Einen Joint raucht, wird man vielleicht möglicherweise nicht so reinkippen, wie wenn man jeden Tag jetzt einen Liter Wein trinkt. Auf keinen Fall. Es gibt eine wissenschaftliche Skala und in dieser Skala gibt es ganz oben das Kokain, das Heroin, das Opium, die Opiate, dann kommt weit, weit danach Benzodiazepine, Tranquilizer und Alkohol, dann kommt das Nikotin und dann ganz unten, ganz am Boden kommt das Cannabis. Und das habe nicht ich erfunden, sondern das haben viele geistreiche Köpfe auf der ganzen Welt erfunden. Jetzt habe ich gerade rausgehört, Opiate, das ist doch die Mohnpflanze. Ja, das ist die Mohnpflanze. Das ist ein sehr schönes Beispiel, ja? Ein sehr, sehr schönes Beispiel, das eigentlich verwandt ist, ja. Der Mohn, den kennt ihr alle, ja? Den gibt es in der Lebensmittelindustrie, der ist gut, ja? Den hat man den Kindern früher, also Mohnzutz, genau, den Mohnzutz hat man den Kindern gegeben, man hat Mohn zerrieben, mit Honig vermengt und die Kinder wurden beruhigt. Sogar die römischen Soldaten haben sich damit tapfer gemacht, mit diesem Mohn. Ja? Aber der Mohn hat noch etwas anderes, ja. In der Hülle des Mohns, in der Mohnkapsel, gibt es etwas Böses.
Und dieses Böse ist das Opium. Ja? Und mit Opium kann man natürlich sehr viel Unheil anrichten und man kann Menschen abhängig machen. Und daher hat man das Opium und den, sozusagen die Opiumblüten, die hat man verbannt. Das hat man ganz genau kalkuliert, hat ganz genau eingeteilt, wo das angebaut werden darf, wo das nicht angebaut werden darf. Das ist sozusagen unter Kontrolle der UNO. Und die gewonnenen Medikamente verschreiben, dürfen wir Ärzte verschreiben. Das sind die Opiate. Das hat sehr lange gedauert, bis wir das so verschreiben durften, wie wir es heute können. Das ist auf der einen Seite der Mohn, eine sehr nette, gute Geschichte. Auf der anderen Seite Cannabis. Cannabis hat, so wie du gesagt hast, auch Blüten und hat auch Samen. Du hast zum Beispiel die Samen der Cannabispflanze bekommen, die Hanfnüsse. Mhm. Ja? Das verwendet man auch, wie die junge Dame gesagt hat, in der Lebensmittelindustrie. Hervorragend durch die Omega-3-Fettsäuren. Ja? Und es gibt nur ein Problem bei diesem Hanf. Ja? Man hat in den 70er Jahren noch nicht gewusst, dass dieser Hanf so tolle Eigenschaften hat. In den 70er Jahren hat sich die UNO zusammengesetzt und hat neue Gesetze beschlossen, die sogenannte Single Convention. Und da hat man gesagt, Hanf muss so restriktiv behandelt werden wie Opium. Aus. Alles weg. Ja? Und es haben sich 300 Staaten zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wir schließen uns der UNO an und wir bauen nirgendwo Hanf an und wir werden auch Hanf nicht zu rekreativen Zwecken verwenden. Ja? So ist es gekommen. In den 70er Jahren wusste man noch nicht, welche unglaubliche Kraft im Hanf steckt, ja? Welche Medikamente daraus zu machen sind. Und das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren verändert. Und wie ist die rechtliche Situation in Österreich? Was ist erlaubt, was ist verboten? Weil es gab ja eine Gesetzesänderung. Es gab eine Gesetzesänderung in die Richtung Therapie statt Strafe. Das heißt, früher wurde jeder, der mit Hanf erwischt wurde, sofort angezeigt, polizeilich angezeigt. Das gab Unmengen von Anzeigen, von Papier, von Administration. Das war schlicht für den österreichischen Staat kaum schaffbar und kostet nebenbei eine ganz schöne Menge dem Steuersäckel. Ja? Man hat sich gedacht, weg von dieser restriktiven Art hin zur Therapie. Wenn jemand nur kleine Mengen einstecken hat, kommt er nicht mehr hinter Gitter, in den Knast, sondern er kommt zum Arzt. Er wird mediziniert. Ganz glücklich bin ich mit dieser Sache aber nicht. Ja? Weil jetzt bin ich der Böse, der sozusagen bestrafen muss. Und das will ich eigentlich gar nicht, sondern ich möchte jemandem helfen. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann freuen wir uns auf Bobby, der jahrelang mit Miles Davis und den Rolling Stones unterwegs war und uns sagen wird oder erzählen wird können, wie sich Sex, Drugs und Rock'n'Roll auf sein Leben ausgewirkt haben. Bis gleich. Heute Tag der offenen Tür bei den Cops. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Habe ich vollkommen vergessen, dass schon wieder soweit ist. Ja. Bei diesem besonders schwierigen Fall. Sie sehen mir ein bisschen angespannt aus. Zieht es einem fast die Schuhe aus. Geht's? Geht schon, danke. Die Rosenheim-Cops. Heute 20.15 Uhr. ORF 2. Krankenschein, das geht zu weit. Wo kämen wir hin, wenn Cannabis legalisiert werden würde? Die Droge Cannabis, darüber reden wir in dieser Stunde. Auf der Bühne gibt es zwei Befürworter, zwei Gegner. Eklos, das wären wir keine Talkshows. Habt ihr gerade so angeregt diskutiert?
Toni, was war das gerade für ein Thema? Naja, mir geht es vor allem um das Gesetz. Ja, weil was ich eben feststelle mit allen Leuten, mit denen ich rede, keiner ist mit dem aktuellen Suchtmittelgesetz zufrieden. Der Grundfehler ist eben, wie wir festgestellt haben, Cannabis ist nicht eine Droge, die ins Suchtmittelgesetz gehört. Ja. Das ist das eine. Da ist natürlich dann die Frage, wo wir es hintun, weil Freigabe wird ja nicht kommen. Und da gibt es jetzt auch wieder die Philosophie, betrachten wir es als Medikament oder betrachten wir es, was es für mich ist, eine Heilpflanze. Es ist ein Lebensmittel, also angeblich kann man sich sogar monatelang nur von Hanfblättern ernähren, ohne dass man Mangelerscheinungen hat. Ja. Es ist wirklich die Wunderpflanze, die das, was sie verspricht, auch hält. Ja. Habe ich in dieser Form noch nie gehört. Keine Kärntner Kasnudel mehr, das geht nicht. Auf keinen Fall. Und was habt ihr zwei besprochen? Ja, na, bei uns im Endeffekt. Ne, es war natürlich, wir haben deswegen diskutiert, dass wir gesagt haben, es geht, wenn man nicht der Meinung wäre, es ist nicht gut, noch etwas dazu zu nehmen, was jetzt legal ist, ja. dass man dann gesagt hat, na gut, das wäre auch gut, anderes, was schon legal ist, dass es nicht mehr legal ist. Also okay. Da kommen wir ja von dieser Seite her. Weil viele Einstiegsdrogen, das ist ja, stimmt ja, es gibt ja nicht nur eine Einstiegsdroge, Cannabis ist ja nicht die einzige Einstiegsdroge, das ist schon klar. Oder die erste Droge, mit der man konfrontiert wird. Ne? Das aber ist man kann, Kaffee, man kann das ist, wenn man einen Joint raucht, nicht Auto fahren, oder? Toni? Also unmittelbar nach dem Joint sicher nicht. Nein, das wäre unverantwortlich. Man hat eine verlängerte Reaktionszeit und so. Mhm. Aber alles andere sind wir genau bei dem Bereich, wo sich eben diese Pflanze nicht durch irgendwelche Messdaten einfangen lässt. In Holland ist das Thema überhaupt kein Thema. Seit 40 Jahren, dort kann man mit dem Joint in der Hand Auto fahren. Dort ist es kein Thema. Und die einzige europäische Studie, die es zu dem Thema gibt, kommt auch also zu einem Ergebnis, das nicht sagt, dass man fahrunfähig ist. Auf amerikanisch, also englisch, heißt der Straße Road. Deswegen habe ich jetzt gefragt, ob man da fahren kann. Weil Bobby war nämlich ein Roadie. Und was das bedeutet, was er gemacht hat und warum er jahrelang mit Miles Davis und den Rolling Stones unterwegs war, wird er uns gleich erzählen. Sein spannendes Leben. Hier ist der Bobby. Bobby, grüezi, der aus der Schweiz zu uns gekommen ist. Das freut mich sehr. Wir haben jetzt oft Gäste aus der Schweiz. Das ist schön. Ja. Kannst du mir vielleicht oder uns erklären, was ein Roadie ist und macht? Ein Roadie, das Wort kommt vom Roadie kommt vom Roadmanager. Das heißt, das ist der Mann, der mit Musikern unterwegs ist und sich um die ganzen Belange auf der Straße, also beim Transporten, so darum kümmert. Also sowohl den Transport der Musiker als auch die Anlage nachher aufstellt, während der Show betreut, nachher wieder abbaut, wieder verlädt und wie weiterfährt. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe mit etwa 14 Jahren habe ich in Neuchâtel, wo ich zum Teil aufgewachsen bin, in der französischen Schweiz, habe ich Alexis Korner gesehen. Das ist der Vater des Weißen Blues aus England. Und ich habe den gesehen spielen und ich war sowas weg von der Musik. Also innerhalb von einer halben Stunde, ich habe fast gezittert, weil das so einfach so geil war. Mhm. Und ich habe nachher ihn getroffen, habe nachher mit ihm geredet und habe ihm erzählt von meinen Emotionen, die ich hatte in diesem Konzert. Und dann hat er mir gesagt, weißt du was, wenn du ein bisschen älter bist und du möchtest mehr wissen über diese Musik, mehr erfahren, komm nach England, du darfst bei mir wohnen und ich werde dich in diese Szene ein bisschen reinbringen. Das hat er dann auch getan. Und ich hatte das Glück, dass es Anfang 60er Jahre war, wo diese ganze Beat-Sache, der Rock'n'Roll heutige, begonnen hat. Also ich habe miterlebt, wie die Rolling Stones gegründet wurden, also wie die Musiker zusammen sich fanden und so. Mhm. Und auch andere Gruppen. Und das war ein wahnsinniger Prozess für mich. Ich bin da in Sphären reingekommen, die ich aus meinem anständigen Familienhaus nicht gekannt habe, weil da war alles schön, gerade und so. Ja. Und ich war der Rebell und habe dann meine
meine Freunde und meine, mein Schicksal gefunden. Aber ich meine, dazu gehört ja auch, also zum Rock'n'Roll gehört ja der Sex und die Drugs, also die Drogen. Wie bist du mit den Drogen also vertraut geworden? Also ich habe in den 60er Jahren so war dann auch dieser Run von vielen Jugendlichen, die aus den aus diesen strengen Elternhäusern ausbrach und man fuhr nach Afghanistan und man fuhr nach Indien und Afghanistan war natürlich das Mekka des Haschisch. Und da haben sie all diese Jungen Kontakt bekommen mit diesen Drogen und so. Ich war selbst auch in Afghanistan und Indien mit dem Motorrad und ich habe da auch ich habe zwar nie wahnsinnig viel konsumiert, aber ich fand es immer sehr angenehm. Ich fand es eine angenehme Droge, so abends, wenn man müde war und man saß irgendwo noch am Lagerfeuer oder irgendwo in der Küche, ein Joint, der die Runde gemacht hat und so, da warst du einfach nachher... Entspannt. Du warst zufrieden. Ich war dann unterwegs, ich war dann in der Zwischenzeit mit verschiedenen Bands unterwegs, auf Tournee und so, und kam dann plötzlich durch einen mitternächtlichen Anruf zu dem Job mit Miles Davis, fuhr nach Paris. Und wurde von ihm für gut befunden und war auf der Tournee. Er war ja schon immer drogenabhängig, also seit seiner, er hat mir gesagt, mit etwa 16 Jahren hat es begonnen bei ihm. Und ich, für mich war das eigentlich kein Thema, dieses ganze Heroinsache. Ich habe das erlebt mit ihm und so, aber irgendwie kam dann so in schwarze Kreise rein, habe dann ein paar gute Freunde gehabt und so. Und die haben zum Teil auch gefixt und so. Und irgendwann wollte ich es auch mal versuchen, weil ich habe einfach gemerkt, dass die irgendwie zum Teil noch Höhenflüge gemacht haben. Und zuerst habe ich nur Heroin ein bisschen geraucht und so. Und dann habe ich auch mal versucht mit Spritzen und so. Und nach etwa 3-4 Spritzen war mir klar, das geht nicht. Und ich war bereits leicht abhängig. Also die Gier nach mehr war bereits da. Ja, das ist genau das, was die Irmi anfangs gesagt hat. Mit einem Joint fängt es an und dann geht es weiter. Das stimmt nicht. Okay. Es hat nicht mit einem Joint angefangen. Gar nicht. Es hat nichts damit zu tun gehabt. Es war einfach das Umfeld, wo ich war in Amerika, ich war zwar meist, ich war ein bisschen alleine, meine Familie war in Europa und so, und ich habe mich in diesen Kreisen bewegt und ich war neugierig, wie man halt neugierig ist mit 21 und 22 und wollte verschiedene versuchen und habe gedacht, ja, ich probiere das auch. Es hat nichts damit mit einer Einstiegsdroge zu tun gehabt. Ich habe es einfach versucht und habe aber sofort gemerkt, dass relativ nach paar, vielleicht nach 2 Wochen, das tut mir nicht gut. Und ich ging dann zu Miles und habe gesagt, Miles, ich habe ein Problem. Da sagte er, ja, ich weiß es. Und er hat gesagt, du musst weg von dem Zeug. Und ich sagte, ja, ich will weg von dem Zeug. Und ich bin mit ihm, er hat mich mitgenommen, wir sind nach Neu-Mexiko zu einem Schamanen, also ein indianischer Medizinmann. Und der hat mich dann auf einen anderen Trip geschickt, also damals mit Peyotels, das ist so ein Mescalin-Produkt. Und ich habe dann mein ganzes Leben nochmals erlebt und mich selbst und gemerkt, wo ich falsch gepolt war in meinem Kopf, also in meinen Gedanken und so. Und habe dann irgendwann zu mir zurückgefunden, das war vielleicht nach einer knappen Woche soweit. Und da war ich sauber. Aber ich muss klar sagen, ich war einfach so schnell sauber, weil ich auch gar nicht ein wirklich Abhängiger war. Mhm. Also für einen Drogenabhängigen mit der Heroinspritze brauchst du natürlich einiges länger. Der kommt nicht in ein paar Tagen davon. Und bist du heute noch jemand, der gerne mal einen Joint raucht? Also eigentlich nicht. Ich bin heute, ich trinke weder Alkohol oder nein, nicht. Kein Alkohol, aber fast kein Alkohol. Ich rauche nicht mehr seit 35 Jahren. Ich habe auch mit Joints aufgehört. Ich mache mir manchmal zu Weihnachten noch ein paar Haschgurzli. Was? Haschgurzli. ich backe Weihnachtsgebäck mit Haschisch drin. Oh Gott, ja. Und,
kommunizieren wollen. Das ist etwas sehr Angenehmes. Also man sitzt da abends und so und schaut dann vielleicht noch einen Film oder trinkt ein Glas Wein mit meiner Frau. Vanillekipferl mit besonderem Geschmack oder Zimtsterne. Ja, man schmeckt gerne die Zimtsterne, das merkst du gar nicht. Was machen die Sterne? Also die Kekse da? Ja, auch dass man Sterne dann sieht, ja. Du isst das und dann irgendwie nach 3-4 Stunden findest du, da fährt gar nichts ein, da ist nichts drin. Mhm. Und dann nimmst du dummerweise ein zweites. Und dann wird es wahnsinnig lustig. Okay. Plötzlich hat man es wirklich lustig. Du, Bobby, wärst du für die Legalisierung? Absolut. Und zwar, mir geht es weniger um den medizinischen Aspekt oder andere. Mir geht es darum, dass weltweit Millionen von Jugendlichen kriminalisiert werden. Wenn man denkt, dass in Amerika etwa 300.000 Jugendliche im Gefängnis sitzen, mit Strafen bis zu 20 Jahren, also eine Pflanze, die wenn im Garten wächst. Und wenn man sich jetzt da vorstellt, wenn ich dir da weiterführe, wenn man sich da vorstellt, hier wächst der Schnittlauch, Mai, wie schön, Majoran, Maria Johanna, Majoran, Zitronenmelisse. Und jetzt sagen wir noch einmal, und da ziehst du jetzt einen Strich und sagst, bis dahin darfst du und das andere darfst du nicht. Ja, so wir reden hier von organischem Material. Wir selbst sind selbst organische Wesen. Ja? Und was uns schadet, sind zum Beispiel synthetische Drogen. Und da fangen wir jetzt mal an. Ich meine, es gibt Aspirin, Paracetamol, das rafft im Jahr im vierstelligen Bereich die Menschen nieder. Da fängt es bei Magenblutungen an, 12 Fingerdarmblutungen und. Toni will was sagen. Ich wollte vor allem dazu sagen, dass wir immer über Kiffen auf Krankenschein reden. So weit muss es ja im ersten Schritt nicht gehen. Gerade in Österreich haben wir diese Situation, da ja der Verkauf von diesen Stecklingen erlaubt ist, wo wir aber die skurrile Situation haben, wenn die zu lang im Garten steht und zum Blühen anfängt, wird diese Pflanze ganz von selbst illegal, obwohl es ja keiner gesagt hat. Also die kann wirklich nichts dafür. Wir schätzen doch, dass in Österreich ca. 50.000 Leute eben ihren Hanf zu Hause anbauen. Dadurch haben wir keine Straßenkriminalität. Das, was sich da jetzt an der U6 abspielt oder so, das ist eine sensationalistische Randerscheinung, wo jetzt die Wien-Touristen hingehen, weil die tun jetzt Wien-Cannabis googeln. Aber noch einmal wegen dem Pflänzchen. Also ich darf eine Pflanze kaufen, einen Setzling, und darf ihn auch im Garten haben oder am Fensterbrettel. Zierpflanze. Zierpflanze. Aber ab dem Moment, wo dort die Blüten kommen, bin ich im Bereich der Illegalität oder beziehungsweise die Pflanze ist plötzlich illegal geworden. Aber die kann ja das Gesetz nicht lesen. Wenn die Sonne halt eben sich verändert und die Zeiten am Tag sich verändern, geht die automatisch in die Blüte. Was machst du dann? Die Pflanze umbringen? Die Blüte könnte ich arbeiten. In der Blüte ist eben von den über 100 Cannabinoiden in der Pflanze, wird das THC, das eben so diesen angenehmen Effekt auslöst, das entsteht erst in der Blütephase. Aber kann ich das selber erzeugen dann? Man muss eigentlich nur wachsen lassen, eben wie gesagt, draußen wachsen lassen. Und sobald die Pflanze weniger als 12 Stunden Tageslicht bekommt, fängt sie zum Blühen an. Naja, und dann circa 8 Wochen später ernten und trocknen und fertig wär's. Okay. Na, gut, ein super Tee. Ein super Tee, genau. So, Gary, für den ist Hanf eine Heilpflanze und definitiv keine Droge. Er hat sogar eine mitgenommen. Hier ist der Gary. Schön ist sie schon, wenn man so schaut, gell? Ja, Schmuck, ne? Schon. Und in dem Stadium ist sie ja völlig legal. Genau. Und warum ist sie eine Heilpflanze für dich? Weil ich erlebt habe an mir selber, ich habe schwere Krankengeschichte hinter mir mit 70% Invalidität, Herzinfarkt, Gefäßverschlüssen. Multimorbidität ist daraus entstanden, das heißt viele verschiedene Krankheiten aus dem Infarkt, die praktisch schwerwiegende Leiden verursacht haben, denen ich jahrelang trotz sehr guter Betreuung in der Schmerzambulanz Klagenfurt nicht richtig Herr geworden bin. Und irgendwann ist Gott sei Dank in der Schmerzambulanz der Oberarzt Ruppacher an mich herantreten, der inzwischen leider schon verstorben ist, und hat gesagt, wir hätten da jetzt was Neues, das könnte man ausprobieren. Ob man da die neuropathischen Schmerzen in die Füße nicht besser in den Griff kriegen, weil die sind mit Opiate recht schwer zu beherrschen. Ja. Und dann habe ich gesagt, Cannabis, das erste Mal gehört überhaupt, dass es in der Medizin verwendet wird und dass das eigentlich kein Rauschgift oder Rauschmittel ist, sondern eine hochwertige, uralte Arzneipflanze. Ich bin insofern aufgeklärt worden, dass man mir gesagt hat, Herr Thüriger, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Sie können von diesem THC, Tetrahydrocannabinol,
ist Dronabinol Markennamen, weder körperlich abhängig werden, noch können sie sich damit deutlich überdosieren. Es ist so eine ölige Lösung. Und da nehme ich praktisch, wenn ich zu Hause bin und nicht sehr aktiv sein muss, ich bin in Frühpension, bedingt durch meine schwere körperliche Herzinfarkt, Erkrankung, und da nehme ich noch, wenn es mir über den Tag über sehr schlecht geht, in der Früh 6 Tropfen, zum Mittag 12 und am Abend 12. Und das darfst du? Da bist du nicht kriminell? Nein, das läuft über Suchtmittelrezept, genau wie Opiate. Okay. Nur, dass es mir mit diesem Arzneimittel gelungen ist, auf ein Schmerzlevel von 3 runterzukommen. Das heißt, ich habe wieder ein Leben. Ja. Nein, und ich muss auch dazu sagen, was für mich auch ganz ein entscheidender, einschneidender Faktor war. Meine liebe Mama ist am 16. April gestorben. Hm. Wir haben sie also gerade zu Grabe getragen. Der hat 6 Monate Krebs im Endstadium gehabt und ich habe sie bis zum Ende gepflegt, das sieht man begleitet. Das auch, ja. Aber sie hat bis zum Schluss Cannabis gehabt. Und das hat ihr wirklich geholfen. Zu dem habe ich ja gesagt, für das bin ich ja. Thema. Ja. Es geht ja auch um Geld und das darf man nicht vergessen. Ja, genau. Die Pharmaindustrie, die verdient natürlich jedes Jahr also Dutzende von Milliarden, vor allem mit Schmerzmitteln. Ja, genau. Und sehr viele Leute, die Schmerzmittel nehmen, könnten das absetzen und mit Cannabis. Und Cannabis kostet so wenig, wenn man das auch legal herstellen würde, dass, ich meine, wenn da 200 Milliarden weg sind, auf diesem Geschäft, dann ist das immer noch ein Prozentsatz von dieser Pharmaindustrie. Aber die jammern schon, wenn sie 1 Promille weniger haben. Hier sind wir aber heute bei Legalisieren auf Krankenschein. Und Cannabis als Medizin. Und da würde ich absolut differenzieren zwischen dem Begriff Kiffen, der einen schmutzigen, also nicht einen Hintergrund hat, keinen schmutzigen, sondern der praktisch immer das Ganze in ein negatives Licht drückt. Ja. Und wenn ich aber Patient bin, dann möchte ich nicht von Kiffen reden müssen, oder? Weil es geht da überhaupt nicht um Kiffen. Weil als kranker Mensch sollst du sowieso keine Verbrennungsprodukte zu dir nehmen, egal ob da Tabak dabei ist oder ob das eine Mischung ist. Ja. Da kannst du es verdampfen, du kannst es oral nehmen, du kannst es rektal nehmen, oder? Da reden wir praktisch davon, dass es eine wertvolle Arzneipflanze ist, die sehr wohl einen Sinn macht in der Und da möchte ich jetzt bitte, weil wir ja den Experten, den Mediziner, den Arzt hier haben, noch einmal den lieben Dr. Kurt Blas zu Wort kommen lassen. Cannabis als Medizin, Kurt, bei welchen Krankheiten? Ja, wenn ich alle Krankheiten aufzählen würde, würden wir hier 2 Stunden sitzen. Und ich würde eine Diagnose nach der anderen herunterbeten. Ja? Die wichtigsten Diagnosen, die, ich sage einmal, was zu mir in die Praxis kommt, sind Multiple Sklerose-Patienten, chronische Schmerzpatienten, die austherapiert sind, Patienten mit Depressionen, die Antidepressiva nicht vertragen, Burnout-Patienten. Also jeder von euch hat heute in der Familie jemanden, der burnt out ist, der ausgebrannt ist, der fertig ist. Ja. Dann zum Beispiel Rheuma-Patienten, Patienten mit einem Tourette-Syndrom, eine neurologische Erkrankung, die sehr bunt ist. Die Patienten laufen auf der Straße herum, haben überschießende Bewegungen, schlagen mit dem Kopf gegen die Wand, schreien, geben Schimpfwörter von sich. Eine Erkrankung, die von der Schulmedizin Krebs? Nicht beherrschbar ist. Natürlich Krebs. Das ist aber ein ganz besonderes Kapitel. Man muss schon dazu sagen, dass Cannabis aus zweierlei Gründen bei Krebs eingesetzt werden kann. Zum Ersten, so wie der Herr Dürecker gesagt hat, die Begleitung des Sterbenden, die Begleitung des Ausgezehrten, die Begleitung des kranken, todkranken Menschen, eine ganz wichtige Sache. Durch Cannabis wird die Depression aufgehellt, die Stimmung verbessert. Sozusagen die Kommunikation mit der Familie ist wieder da und möglich. Ja? Das ist mit Opiaten nicht mehr möglich. Da schlaft man, ja? Da ist man zugedröhnt. Ja? Und zweitens, das ist allerdings sehr neu, Cannabis selbst, allerdings nicht THC, sondern ein zweiter Stoff, der nennt sich CBD, Cannabidiol, wirkt gegen die Krebszelle selbst. Man kann mit Cannabidiol die Krebszellen abtöten. Man kann mit Cannabidiol auch verhindern, dass Krebszellen weiter fortschwimmen, im Blutkreislauf, im Lymphsystem und Metastasen setzen. Auch die Metastasen können nicht mehr Platz nehmen. Ja, Warte mal, das ist jetzt aber schon, wenn man das hört, ja, das wird einen Tsunami auslösen. Das wird es, und dieser Tsunami hat bereits bei mir begonnen.
Ich sag's euch, es gibt so viele Menschen in schwersten Nöten, die bei mir anrufen. Die Wartelisten sind unglaublich lang. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die heute zuschauen und zuhören, helft's mir, unterstützt mich. Nehmt's bitte Leute auf, die mit diesen Nöten zu euch kommen. Aber wer zahlt denn das, die Behandlung mit diesen? Das ist eine gute Frage. Das ist wohl die Zwölferfrage. Oder was kostet es? Was kostet es? Also in Österreich kostet eine Behandlung mit künstlichen, Cannabinoiden so zwischen 400 und 800 Euro im Monat. Das kann sich wohl niemand leisten. Daher die große Frage: Krankenkassen, bitte unterstützt uns. Ich muss dazu sagen, in Österreich sind wir wirklich in einem sehr sozialen Land. Es werden 30% der ausgestellten Rezepturen von den Krankenkassen übernommen. Das gibt es weltweit nirgends. Ist aber natürlich viel zu wenig. Es gibt wahrscheinlich in Österreich 20.000, 30.000 Patienten, die darauf warten, mit Cannabinoiden behandelt zu werden. Da hat die Krankenkasse noch viel vor. Die Krankenkasse muss natürlich auch beweisen, dass sie da etwas tut, was sinnhaftig ist. Und darf ich noch kurz unterbrechen? In Deutschland wird das ab 2017 erlaubt? In Deutschland wird etwas möglich, was in Österreich noch nicht möglich ist. Ja? In Deutschland wird es sogar möglich, die natürliche Pflanze in der Therapie einzusetzen. Wir in Österreich dürfen nur Medikamente einsetzen, sozusagen Inhaltsstoffe der Pflanze. Das Dronabinol, das THC, das Cannabidiol. In Deutschland wird man die Pflanze selbst benutzen dürfen. Die Blüte, Floßcannabis. Und da ein Appell an unsere Politiker. Die sind letztendlich dafür verantwortlich, an unsere Gesundheitspolitiker. Macht es uns möglich, dass wir auch in Österreich dies tun dürfen. Ja, es wird ein großer Segen für viele Patienten sein. Auf alle Fälle, glaube ich, ist das wahrscheinlich nicht die letzte Sendung zu diesem Thema und es wird wahrscheinlich noch viel in den Medien darüber zu lesen sein, wenn es so viele Initiativen dazu gibt und wer weiß, was noch auf uns zukommt. Ich sage danke, wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei euch, alles Gute und Bobby, vielen Dank, dass du da warst. Ich muss immer an Alice im Wunderland denken, vielleicht landen wir alle noch irgendwann einmal im Wunderland, gell, wo wir alle glücklich und gesund sind. Danke, liebe Kollegen. Cannabis ist zwar eine der ältesten Kulturpflanzen, die seit Jahrtausenden genutzt werden, wird aber halt noch als eine illegale Droge gehandelt. Ich nehme an, dass Sie sehr viele Fragen haben werden zu dem Thema. Wir sind rund um die Uhr für Sie da. 0900 91 0098. Bleiben Sie gesund. Servus. Suchen Sie den geeigneten Rahmen, um Ihr Herzblatt zu überraschen? Wir helfen Ihnen dabei. Die Telefonnummer zum Liebesglück ist 0900 91 00 98.